Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mein Name ist Heinz Wolschendorf und ich bin der Landesfeuerwehrinspekteur des Landes Rheinland-Pfalz. Es erfüllt mich mit Sorge und macht mich fassungslos, wenn ich in der Presse lesen muss oder von Kameradinnen und Kameraden berichtet bekomme, dass sie bei der Ausübung ihres Dienstes für die Bevölkerung behindert werden, Beleidigungen erfahren oder gar angegriffen werden. Viele von Ihnen, liebe Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, reagieren genau wie ich mit Unverständnis, weil sie wissen, wie wichtig es ist, dass Menschen bei der Feuerwehr meist freiwillig ihren Dienst verrichten. Unsere Feuerwehren im Lande dienen uns, Ihnen und mir. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Dienst von Berufsfeuerwehrbeamten oder von ehrenamtlichen Mitgliedern einer Feuerwehr erbracht wird. Sie gehen dorthin, wo andere vor der Gefahr fliehen. Unsere Feuerwehren schützen und retten ihr Gut, ihre Gesundheit, ihr Leben und das Leben ihrer Liebsten. Ob in kleinen Gemeinden oder in Städten stellen die Feuerwehren einen wichtigen Pfeiler der Daseinsfürsorge dar, auf den Sie sich als Bürgerinnen und Bürger des Landes verlassen können. Ein sicheres Gefühl, das vielen von Ihnen glücklicherweise erst dann richtig bewusst wird, wenn sie auf die Hilfe der Feuerwehren angewiesen sind. Dies machen die Angehörigen der Feuerwehren jeden Tag und bei jeder Uhrzeit. Sie helfen ohne Ansehen der Person. Sie löschen, schützen, retten, bergen. Darüber hinaus sind unsere Feuerwehren ein wichtiger Teil des sozialen Lebens in unseren Gemeinden. Nicht zuletzt auch durch die Arbeit in der Jugend- und Bambini-Feuerwehren, in denen die Kinder und Jugendlichen einen Raum geben, in dem diese Verantwortung und Teamgeist lernen. Hierfür verdienen unsere Feuerwehren unseren Dank und unseren Respekt.